Antworten auf solche Schicksalsfragen erhofften sich die Griechen von einer mythischen Stätte, Delphi. Eine uralte Sage erzählt, wie der Himmelsherrscher Zeus zwei Adler ausschickte. Sie flogen in entgegengesetzte Richtungen. Die Stelle, an der sie wieder zusammentrafen, sollte der Mittelpunkt der Erde sein. Dieser Ort ist Delphi. Der Omphalos-Stein dort kennzeichnet den Nabel der Welt. Deshalb beherbergte der Ort auch den berühmtesten griechischen Schrein, den Apollon-Tempel. Die Weihestätte lag terrassenförmig in den Hang gebaut. Sie war mit Säulengängen, zahlreichen Räumen und einem Stadion ausgestattet. Dort fanden alle vier Jahre zu Ehren des Apollon die Pythischen Spiele statt. Der Sage nach tötete der Zwillingsbruder von Artemis den Drachen Python, nachdem das Untier seine Mutter angegriffen hatte. Das bedeutende religiöse Fest mit Wettkämpfen, Musik und Theateraufführungen machte den Olympischen Spielen Konkurrenz. Die Pythischen Spiele sind längst vergessen. Doch bis heute bewahrt der Name Delphi einen geheimnisvollen Klang als das berühmteste Orakel der Welt. Als Menschen, die in kriegerischen Zeiten mit gefährlichen Feinden lebten, waren die Griechen besessen von dem Wunsch, die Zukunft vorauszusagen. Könige und Bürgerliche trieb diese Hoffnung zum Nabel der Welt. Die Pilger überhäuften Delphis Priester mit Geschenken. Mehr als 3000 Statuen säumten als Zeichen ihrer Dankbarkeit die Straßen. Ein Schatzhaus blieb erhalten, gestiftet von den Athenern nach ihrem Sieg in Marathon. Apollon wurde als Hüter des Lichts, der Harmonie und der Ordnung verehrt. Vom 3. Jahrhundert vor Christus an begann der Verfall des berühmten Orakelbezirks. Die einst steinreiche Stadt am Hang des Parnass verwandelte sich langsam in eine vergessene Stätte in erhabener Bergeinsamkeit. Zugleich gewann Griechenland durch den Attischen Bund immer mehr Macht im Mittelmeerraum. Trieren, die schnellen und wendigen Ruderschiffe, siegten nicht nur über die riesige persische Flotte. Die Trieren fuhren auch in ferne Kolonien, damit dort der Glauben, die Kunst und die Architektur Griechenlands verbreitet werden konnten. Pestum am Golf von Salerno. Eine Bilderbuchkolonie, ein Kleingriechenland auf italienischem Boden. Die Gründung aus der Mitte des 7. Jahrhunderts vor Christus vereint bedeutende Zeugnisse griechischer Baukunst. Viele großartige Tempel zeugen vom Willen der Neusiedler, ihre Götter auch fern der Heimat angemessen zu preisen. Das Heiligtum des Meeresfürsten Poseidon wurde 450 vor Christus aufgetürmt, im klassischen Stil mit mächtigen, aber schlichten Säulen. Nur auf den gewohnten Marmor mussten die Götter in Pestum verzichten. Die Umgebung gab nur Kalkstein als Baumaterial her. Auch der nahegelegene Tempel der Athene, heute als Basilika bekannt, vertritt den klassischen Stil. Die Siedler von Pestum hatten klare Lieblinge im Himmel. Ihre Kolonie hieß ursprünglich Poseidonia. Der Herr der Meere spielte dort allerdings nicht die Hauptrolle. Die war Hera vorbehalten, der ersten Dame auf dem Olymp. Die leidgeprüfte Gemahlin des notorisch untreuen Zeus war Schutzgöttin der Ehe und des sittlichen Frauenlebens. Vasen und Statuen zeigen, wie menschlich sich die Griechen ihre Himmelsfamilie vorstellten. Eine zeitlos schöne Frau trägt eine Schale mit Obst. Es ist Demeter, Hüterin der Ernte und Fruchtbarkeit. In lebhaften Farben zeigt eine elegante Amphore Aphrodite. Die Göttin der Schönheit erhebt sich anmutig aus der Meeresbrandung. Doch das spektakulärste Kunstwerk in Pestum zeigt einen Sterblichen.
Vielleicht löst es das Rätsel, wie die Griechen mit ihrem eigenen Tod umgingen. Im Juni 1968 gelang dem Archäologen Marco Napoli ein aufregender Fund. Napoli untersuchte vor allem den Friedhof. Ein äußerlich unscheinbares Grab barg im Inneren ein kostbares Geheimnis. Der Forscher stieß dort auf eines der besterhaltenen Werke griechischer Wandmalerei. Auf 5 Steinplatten, mit weißem Stuck überzogen, hatten die antiken Künstler eine lebhafte Szene festgehalten. Die Bilder zeigen ein Trinkgelage nach dem Essen. Nur Männer dürfen mitschlemmen. Es gibt Musik und Verse, die Zecher vergnügen sich damit, die Weinreste in eine Schale zu schleudern. Eine sehr irdische Szene. Oder stellt sie ein Gelage im Totenreich dar? Denn eine schlanke junge Figur auf dem Grabdeckel passt nicht zu der heiteren Szene. Die muskulöse, idealisierte Gestalt sieht ausgesprochen gesund aus. Aber dargestellt ist ein Toter. Manche Experten erkennen in dem Bild die Säulen des Herakles bei Gibraltar. Für die Griechen markierten sie das Ende der bekannten Welt und das Ende des Lebens. Der junge Mann springt demnach in den Tod, dennoch wirkt er fast heiter. Platon vertrat den Gedanken der obersten Tugend und rückte damit nicht mehr die Götter, sondern die Moral in den Mittelpunkt. Aristarchos behauptete, dass die Erde um die Sonne kreise. Der berühmte Sophokles zweifelte an der Unfehlbarkeit der Unsterblichen. Und Aristoteles stellte die Vernunft über den Glauben. Die irdischen Vordenker schienen über die Himmelsfamilie zu siegen, der Verstand über den Glauben.